Moin Freunde und herzlich willkommen bei der Firma Berotech. Wir haben heute in unserer Werkstatt die Caballero 700 Modelljahr 2024 und wir zeigen euch in dem Video, wie wir unseren Kumpan Cockpit-Assistenten daran installiert haben. Das Zusatzinstrument haben wir daran installiert, um einmal die Öltemperatur zu erfassen, zusätzlich noch den Öldruck, eine zweite Wassertemperatur und auch das Drehzahlsignal. Die einzelnen Schritte zeige ich euch noch kurz. Wir haben angefangen, hier vorne die Displayeinheit im Lenkerbereich zu installieren, und zwar mit unserem Lenkerhalter 28 mm hier vorne direkt im Sichtbereich. Das ist dann für während der Fahrt einfach gut ablesbar. Und dann machen wir hier auf der rechten Motorseite weiter. Wir haben für die Installation einmal den Tank entfernt. Und der Tank, der ist hier mit einer Schraube befestigt. Ich zeige euch nachher noch, wie man das am besten macht. Wenn ihr den demontiert habt, dann kommt ihr in diesen Bereich. Hier haben wir so ein paar Blindstecker. Und zwar ist es hier an dem weißen Stecker, da ist eine geschaltete 12-Volt-Leitung. Und dieser graue Stecker, der ist im Lieferumfang von dem Caballero-Kit, also Kumpan Caballero-Kit enthalten. Da können wir direkt einstecken. Und dann haben wir hier unsere ACC-Splitter noch installiert, weil wir ja mehrere Zusatzmodule auch verbaut haben. Aber so können wir dann den Stromanschluss vom Kumpan direkt hier oben legen. Hier haben wir die Kabel hier noch ein bisschen mit dem Spiralband nachher konfektioniert bzw. aufgeräumt, dass das hier nicht so rumbaumelt. Das gibt es ja auch zusätzlich noch bei uns im Shop. Das sieht dann hoffentlich so gut aufgeräumt aus. Also Stromanschluss hier oben. Dann gehen wir weiter runter Richtung Motor. Hier an der rechten Motorseite, da haben wir am Motorgehäuse ein M16-Gewinde und da nehmen wir die Motortemperatur ab. Jetzt ist im Lieferumfang ist ein Reduzierstück enthalten von M16 auf M10, also dass wir unseren M10-Sensor installieren können. Das ist im Standard-Kit enthalten. Solltet ihr das Zusatzmodul Öldruck installiert haben, so wie wir das hier gemacht haben, dann ist da noch ein T-Stück dabei. Das könnt ihr dann in dieses Reduzierstück installieren. Den Temperatursensor und dann den Öldrucksensor. Ich zeige euch mal kurz hier, wie das man dann am besten macht. Also im ersten Schritt würdet ihr die Reduzierung von M16 auf M10 installieren, am Motorgehäuse mit so einem Kupferdichtring einschrauben und anlegen. Dann nehmt ihr den M10-Temperatursensor und macht da Teflonband hin, das ist auch im Lieferumfang enthalten. Wenn ihr das Öldruck-Kit kauft, dann schraubt ihr mal so lose von Hand den Temperatursensor auf Anschlag ein und dann könnt ihr das jetzt in diesem Zustand in die Reduzierung einschrauben. Und wenn ihr das dann eingeschraubt habt, so ungefähr auf Position ausgerichtet, dann könnt ihr mit dem Gabelschlüssel über diesen Sechskant vom Temperatursensor dieses T-Stück hier positionieren und festziehen und dann ungefähr so auf diese Position einstellen. Und dann, wenn das eingeschraubt ist, dann schraubt ihr hier in die Seite, ebenfalls hier mit Teflonband versehen, dann den Öldrucksensor ein. Und das sieht dann nachher so aus wie hier. Dann könnt ihr die Kabel nach oben verlegen. Hier haben wir die noch mit dem Kabelbinder befestigt. Und dann weiter Richtung Cockpit und Kumpan nach oben. Das ist auf dieser Seite Temperatursensor und Öldruck. Dann gehen wir auf die andere Seite rüber. Und dann fangen wir mit dem Drehzahlsignal an. Das Drehzahlsignal wird natürlich im Originaltauch auch mit aufgegeben oder ausgegeben und angezeigt. Wir haben das jetzt noch mit abgenommen, dass wir die Schaltblitzfunktion von unserem Kumpan nutzen können. Das heißt, ihr könnt dann immer euren Motor optimal warm fahren, weil wir die Öltemperatur erfassen. Und über das Drehzahlsignal können wir dann eben einen Schaltschwell oder einen Schaltblitz installieren. Wir haben jetzt hier das Kabel vom Kurbelwellensensor. Das liegt in diesem Bereich hinter dem, also zwischen Motor und hier Spannungsregler, Spannungswandler. Dieses Kabelbündel, das müsst ihr da einmal vorholen, dann ist das dieser Stecker, dieser weiße Stecker, zweipolig. Und auf der Linie von diesem blau-gelben Kabel und auf dieser Seite ist dann das graue Kabel, da liegt das Drehzahlsignal an. Das könnt ihr dann mit unserem Abzweigverbinder hier, der auch im Lieferumfang enthalten ist, abnehmen und dann auch das Kabel Richtung Cockpit hochverlegt. Hier haben wir auch nochmal dieses Spiralband rumgemacht zum Schutz, einfach wir sind ja hier im Bereich vom Motor, dass da irgendwie keine mechanische Belastung dann vorhanden ist. Dann gehen wir einen Schritt weiter hoch
und haben dann hier an dieser Stelle, das ist dann auch gut zugänglich, wenn ihr den Tank demontiert habt, haben wir den Kühlwasserschlauch, und das ist ja der große Kühlkreislauf, also der dann vor dem Kühler ist quasi. Und da haben wir dann noch so einen Wassertemperaturadapter installiert, 24 mm. Und hier noch zusätzlich die Kühlwassertemperatur, um die Kühlwassertemperatur zu erfassen. Dann, wenn ihr das angeschlossen habt, also das ist natürlich hier die Kühlwassertemperatur optional, aber das wollten wir einfach nochmal zeigen, wen das interessiert, eine zweite Kühlwassertemperatur zu erfassen. Deswegen haben wir das dort installiert. Und wenn ihr das dann installiert habt, haben wir hier oben, zeige ich euch noch, da haben wir dann diese Zusatzmodule installiert, beziehungsweise verbunden mit dem Kumpan, also mit der Cockpit-Einheit. Die sind ja auch mit diesen Stoßverbindern, die auch im Lieferumfang enthalten sind. Die haben wir in diesem Bereich installiert. Und das wäre dann vom Anschluss her schon der letzte Schritt. Wir werden jetzt mal eben noch den Tank montieren und dann zeige ich euch die Einstellung oben an der Display-Einheit. Den Tank haben wir jetzt wieder montiert und ich wollte euch ja noch kurz zeigen, wie wir den demontiert haben. Das war so ein bisschen tricky für uns rauszufinden. Wir haben das jetzt so gelöst, ob das der offizielle Funtic-Weg ist, weiß ich nicht. Aber wir haben diese vier Schrauben hier gelöst, die unter diesen Gummiabdeckungen sind. Und dadurch können wir diesen oberen Teil so ein bisschen anheben. Dieses Gummiding haben wir rausgenommen und dann sitzt hier unten die Schraube, die den Tank eigentlich festhält. Das ist ja eigentlich nur eine. Wie gesagt, wenn wir die vier oberen lösen, dann können wir das hier so ein bisschen anheben. Und dann haben wir uns hier so einen Schlüssel spezial angefertigt, also den vorne gekürzt, weil er sonst zu lang ist. Und dann kommt man hier dann drunter in den Schraubenkopf rein und kann die Schraube dann lösen. Genau, wenn die angelöst ist, dann kann man auch hier oben mit so einem Kugelkopf, die dann vollends raus und reinschrauben. Das war jetzt so der Weg, der für uns irgendwie am zugänglichsten war. Dann ist das nur die eine Schraube. Kommen wir jetzt aber zur Display-Einheit und den Einstellungen. Wir schmeißen jetzt mal das Motorrad an. Und das Display-Layout haben wir jetzt gewählt. Ich zeige euch gleich noch ein zweites. Wir haben jetzt hier oben einmal die Öldruckanzeige. Dann hier unten ist die Kühlwassertemperatur, also das T2. Und dann haben wir hier die Öltemperatur, Umgebungstemperatur. Ich starte jetzt einmal das Motorrad, dass ihr seht, wie das aussieht. Und Drehzahl und Druck werden dann hier schon ausgegeben. Jetzt gehen wir noch einmal in das Menü rein, wählen ein anderes Display-Layout. Und dann wählen wir jetzt hier None. Genau, dann haben wir oben die Öldruckanzeige und Öltemperaturanzeige. Wer jetzt nur diese beiden Werte zum Beispiel haben will, das sind so die beiden Layouts, die jetzt in dieser Konfiguration Sinn ergeben. Und das wäre dann, wir können noch kurz beim Sense eingeben, ist der Bike-Sensor hinterlegt. Das sagt ja was über die Erfassung des Drehzahlsignals aus. Und das ist bei der Funtic Caballero hier Bike. Damping 250, das sind eigentlich schon so die relevanten Daten, die man eingeben kann. Und dann könnt ihr eigentlich schon direkt losfahren. Also wenn ihr es angeschlossen habt, hier oben die Display-Einheit so konfiguriert habt, wie ihr sie wollt, also mit dem entsprechenden Display-Layout. Ich denke, das ist in aller Kürze ein relativ überschaubarer und gut durchzuführender Einbau auch. Ist ja so wie immer, dass wir noch eine separate Einbauanleitung auf unserer Internetseite haben. Wir haben, wie gesagt, ein spezielles Kit hier vom Kumpan für die Caballero 700. Die Zusatzmodule sind auch verlinkt, die sind dann optional erhältlich. Und wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich immer gerne schreiben. Wir freuen uns über Rückmeldungen von euch, auch zu der Caballero 700, was ihr bisher dafür Erfahrungen gemacht habt, wo ihr unterwegs wart oder wenn ihr irgendwelche technischen Fragen habt, dann versuchen wir die natürlich auch zu beantworten. Soweit bedanke ich mich aber mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.